Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve, da drüben sitzt Benny und wir spielen heute zusammen die Demo von Stockwerk 7. Frag mich nicht, warum es Stockwerk 7 heißt, es heißt nur Stockwerk 7. Ohne E. Und wir spielen das Spiel. Na, 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 na. Okay, die Frames gehen aber mal vom Spiel aus direkt in den Keller. Oder? Echt, ne? Nee, okay, doch nicht. Na doch, ein bisschen? Ja, darf halt auch nicht vergessen, irgendwie ist tatsächlich manchmal ein bisschen sauber programmiert. Siebter Stock. Dann schauen wir uns mal um. Oh, in German. Ja, und schön. Hallo? Achso, vielleicht den Knopf da drücken? Hallo. Okay. Okay, dann schauen wir uns Ich sollte schauen, ob ich alles dabei habe. Hier kam gerade ein frischer Kaffee reingeschwebt. Warum geht denn der jetzt weg? Und wo kann ich in mein Inventory gucken? Habe ich ein Inventory? Ich sollte schauen, ob ich alles dabei habe. Aber wie? Europalette, Freunde. Europalette. Oh, guck mal, hier kann man den Schutz durchsuchen. Sieht nach frischem Bauschutt aus. Okay. Also so, er vertont, ja. Cool, ne? Also selten. Und das in Deutsch. Sonst hast du immer so einen kleinen russischen Bengel, der irgendwie ganz fieses Englisch redet. 4, 3, 2. Okay, das war 1. Falsch. Okay, das war falsch. Kaffee um diese Uhrzeit? Ja, Vater, Kaffee um diese Uhrzeit, weil nach dem Stream geht's noch weiter für mich. Nur für autorisiertes Personal. Okay. No future. Okay. No future. Also. Ist aber geil, wisst ihr mal so. No future. Eine Wohnungstür. Eine Wohnungstür. Eine kleine. Verwischt. Oder? Hier ist keine Nummer zu erkennen. Aha. Hat er gerade gesagt, ist seine oder eine? Nee, eine. Warte. Die bekomme ich nicht auf. Oh, okay. Schade, ich dachte, ich kann es wiederholen. Ein Kasten für irgendwas mit Strom. Mo? Finde ich nicht schlecht, also. Hier hat wohl jemand einfach Müll abgeladen. Also ich feiere ja irgendwie, dass es synchronisiert ist, auch auf Deutsch. Aber so... Er ist halt ein Kiffer. Also, weiß ich nicht. Ja, ein Loch, was in die Wand gerissen wurde. Das Loch sieht aus, als wäre etwas von außen durchgesprungen. Was geht hier vor sich? Was geht hier vor sich? Okay. Oh, da vorne. Sieht so exponiert aus. Hier ist keine Nummer zu erkennen. Eine Wohnungstür. Eine Wohnungstür. Eine Wohnungstür. Können wir die Lampe nehmen? Das wäre interessant. Nee, können wir nicht. Baustrahler? Nee, kann man nicht. Achso. Verwischt. Hier ist keine Nummer zu erkennen. Ich hätte jetzt gehofft, dass wir jetzt hier irgendwie einen Code kriegen für... I don't know, für den Zahlenschlosser vorne. Kann ich auch irgendwie... Okay, schneller laufen geht nicht. Schade. Was verpasst? Wo hast du einen Zahlenschloss gesehen? Na, hier. Ach da, so ein Tastenfeld. Ja, da hatte ich vorhin hier... gerade. Achso, da kam mein Kaffee wahrscheinlich gerade. Zwei. Okay, das war falsch. Eins. Okay, 7. Das war falsch. Okay, das war falsch. Eine 1. Ah, okay. 1. Was bringt mir das jetzt? Was ist hier drauf? Eine 2. Eine 2. Hm. Was ist unsere To-Do? Eine Lampe oder so haben wir nie, ne? Nee. Oh, warte. Ach, jetzt habe ich mein Handy unten liegen gelassen. Ohne Handy keine Fotos. Also nochmal runter zum Auto. Na dann, hol mal das ist Handy. Mit Rechtsklicken komme ich ins Inventory? Okay, das ist aber ganz, also eine ganz wilde Nummer. Was ist das denn hier eigentlich? Na, ein Feuermelder. Achso. Sagen wir. Also ein sehr komischer, antiquierter Feuermelder. Oder Hausalarm. So, das heißt, wir fahren jetzt wieder mit dem Fahrstuhl runter, um zu unserem Auto zu gelangen, damit wir mein Handy wiederholen. Ja? Oh, okay. Wer bist denn du? Hallo? Oh shit! Ach du Scheiße! Fuck! Fuck! Ich muss. Wo ist der Feueralarm? Da! Wollt ihr mich verarschen? Der ist nicht angeschlossen. Wir sind am BER! Okay, ich muss mich beruhigen. Wie komme ich hier raus? Ja, gute Frage. Calm down. Calm down. Okay. Also hier kommen wir ja nicht weiter. Maybe wegen da hier durch die Tür mit autorisiertes Personal. Theoretisch bin ich autorisiert. Ja, dann mach doch auf. Ist aber abgeschlossen, verdammt.
die Treppe. Das ist schon. Ja, das ist schon Comedy. Oh je. Und gleich nach Respawn drum. Okay. Cool. Eine Wohnungstür. Verwischt. Ist keine Nummer zu erkennen. Sieht fest verschlossen aus. Okay. Hier immer nochmal. Sicherungskasten. Oh, da unten kannst du aus. Greifen. Da steht auch eine 03 dran. Lässt sich so nicht öffnen. Ja, ja. Etwas, um ihn aufzubrechen. Okay, wir brauchen was, um ihn aufzubrechen. Immer vielleicht nochmal kurz zu dem Raum, wo die Lampe davor war. Ach, die Lampe meinst du? Okay, jetzt weiß ich, war das hier? Nee? Nee? Okay, cool. Oh! Fuck! Oh Gott! Oh, Feier! Oh Gott! Okay. Diverser Kram. Diverser Kram. Ach, jetzt ist, jetzt, okay, jetzt geht's okay. Auf. Strom? Ein Kasten für irgendwas mit Strom. Alter, also wirklich. Nägel, Pappkarton und mehr Kram. Ja, können wir davon was mitnehmen? Diverser Elektrokram, Kabel, noch Geräte, mehr Müll. Alter Plunder. Ist das Verlängerungskabel? Nein, das Fenster. Nee. Oh Gott. Was war das denn? Das kriegt man nicht mehr ab. Das kriegt man nicht mehr ab? Kann ich den Schraubenzieher? Ein Schraubendreher. Der könnte praktisch sein. Hat er sich gerade selber korrigiert, weil Schraubenzieher. Ein Schraubendreher? Ja, hat er. Das ist schon geil. Das ist wirklich Hammer. Also irgendwie so eine Mischung aus Horror und Comedy ist schon. Ja. Finde ich schon gut. Achso, warte mal, wir müssen ja hier rein, ne? Also wir haben ja gesagt, wir wollen ja hier das Ding hier aufmachen. Um den Sicherungskasten aufzubrechen, benötige ich etwas Stabiles. Ja, hab ich doch, hier. Yes! Take it! Oh, was ist das hier? Da steht eine Nummer auf dem Zettel. 8. Wow. Also da steht doch mehr als eine Nummer drauf. Schreib die mal auf, denk dran. Nicht 8. Mit 8 geht es los, okay. Aha. Da steht eine Nummer auf dem Zettel. 8. Kann ich das hier auch? Nee. Zittert ihr Lehrling immer so? Elektriker ist nur eine Phase. Alter, jetzt kommen die Flachwitze. Das finde ich. Jetzt kommen die Schenkelklopfer hier, Alter. Oh. Die Tür ist offen. Aber. Die Flachwitze, die fand ich schon. Hat schon was. Zittert ihr Lehrling so? Bist du nicht vorbereitet, Stevie? Nee. Nee. Ein leergeräumter Schrank. Also leer ist der nicht. So, es fängt also an mit einer 8. Oh, hier. Ein Häppchen. Aschenbecher mit einer angefangenen Zigarette. Okay. Diverse Holzspielzeuge. Ein geschnitztes Pferd. Moment. Das ist gar kein Holz. Was ist es dann? Knochen? Das ist Haut. Wer macht denn so eine kranke Scheiße? Bin ich hier? Auch mal diese geile Pause dazwischen. Wie kann es sein, dass die Kerze brennt? Hier ist doch niemand mehr. Geile Dynamik, Alter. Oder? Ein Küchentisch mit Zeitungen und Küchensachen. Küchentisch mit Küchensachen. Eine Küchenspüle mit dreckigen Sachen. Teller, Töpfe und Verpackungsreste. Sieht alles eingetrocknet aus. Das ist nur dreckiges Zeug. Okay. Ich dachte, wir können jetzt hier irgendwie... Besteck für 2 Personen? Viel Kram, aber nichts Nützliches. Okay. Eine Wohnungstür. Die bekomme ich nicht auf. Was ist denn jetzt immer dieses... Ja, ich weiß nicht, was das ist. Warte mal, können wir hier durch die Tür? Oh, okay. Ja, können wir. Und da ist die Frau wieder. Hallo? Was ist das denn? Entschuldigen Sie, kann ich Ihnen helfen? Sag mal, du bist in deren Wohnung. Okay. Sie hat die Macht. Du bist auch mal penetrant, Alter. Klar. So, nein, deine Wandzeit ist vorbei. Jetzt ich. Jetzt bin ich hier dran. Ja, komm, Stevie will duschen. Nee, baden. Ja, baden. Kerzen sind schon an. Tape. Nehme ich mal mit. Vielleicht nützlich. Tape ist mal nützlich. Warum ist jetzt hier... Es liegt eine
Zahnbürste? Ach, da hat er keinen Kommentar für, oder was? Naja. Kann er hier? Kennst du noch so eine Spülung? Also, tatsächlich habe ich sowas neu gesehen. Mal. So eine Spülung kenne ich noch, so, ja, klar. Ja. Die ist doch, ist doch safe. So, Klopapier mitnehmen? Hier ein Kerzchen oder so? Nee, auch nicht? Okay, cool. Ja, ich wieder raus. Hallo? Was ist Licht denn? Always darkness. Oh, hallo? Gibt's hier noch was, ich sehe? Hey, kommst du denn her? Verdammte Scheiße, was geht hier vor sich? Ja, wirklich. Lass mal rausgehen hier. Klo-Kette ist noch älter, ja, absolut. Hä, aber... Hä? Wir haben jetzt ein Tape. Okay, cool. Wofür? Also um den Feuermelder wieder anzukleben, oder was? Nee. Na, frag dich, was MacGyver jetzt tun würde. Ja, du, MacGyver braucht jetzt nur noch einen Kugelschreiber und dann ist der hier prepared. Für alles. Zwei. Können wir denn in dem Raum, wo du jetzt gerade drin warst, hinter dir, genau? Ja. Können wir da noch irgendetwas machen? Eine Wohnungstür. So, warte mal, hier war doch irgendwas mit der Tante? Die Schranktür ist verschlossen. Ja? Und? Kann ich die... Schraubenzieher? Auf dem Boden sind diverse alte Zeitungsausschnitte. Oh, verdammt, jetzt ist der Schraubenzieher kaputt gegangen. Ach, hör doch auf, Alter! Was ist denn das für ein Schraubenzieher, Junge? Hä? Kann ich... Kann ich... Das kann ich nicht miteinander kombinieren. Das und das nicht? Das kann ich nicht miteinander kombinieren. Das hat geklappt. Ach, komm ja auf, Alter. Ah. Ja, jetzt hast du die Brechstange. Schön. Für? Na, hatten wir jetzt nicht eine Sache, wo das ist zu fest zu, kriegt nicht auf? Was war denn das? Ja, wenn ich jetzt das noch wüsste. Na, oder du gehst mal an die Steine ran und machst die ein bisschen mehr auf. Meinst du hier? Okay, okay, wir probieren's. Ein Loch, was in die Wand gerissen wurde. Ist denn hier irgendwie? Nee. Das Loch sieht aus, als wäre etwas von außen durchgesprungen. Vielleicht. Was warte mal, die Tür vor sich. Können wir die Tür für Authorized Personal. Irgendwie. Sagt einfach autorisierte Personal, Benny. Ja. Nein. Also ja. Theoretisch bin ich autorisiert. Ja, dann mach die doch auf! Ist aber abgeschlossen, verdammt. Kann ich den hier aufmachen? Wäre eine Idee. Zittert ihr Lehrling immer so? Warte mal, die Tür hinter uns? Ist nur eine Phase. So ganz doof mal an die Türen ran jetzt damit. Eine Wohnungstür. Genau. Nee. Also wir wissen auf jeden Fall, es ist die 8. 8. 8. Ach, okay, das war falsch. Okay. Drei Ziffern. Nee, 4, weil ich hatte vorhin schon ein paar Mal gedrückt, deswegen jetzt, also erstmal die 8, die 8 ist schon mal gesetzt. Was ist denn unser Auftrag? Also unser Auftrag ist, ja, wir wissen es selber nicht. Wir sind hier quasi in einem Hotel angekommen, in Stockwerk 7 anscheinend. Genau. Und wahrscheinlich ist hier irgendeine Frau gestorben, weil wir die ständig als Geist hier sehen. Im abgestürzten Fahrstuhl, in einer Wanne oder total verkrümmt irgendwo sitzend. Warte mal, hier ist eine 6. Warum ist da eine 6? Ist das ein Zeichen? Also, ne? Warum nicht das so? Warum hast du eine Maske auf? Benni, sein Frank kann ich dir nicht beantworten. Ja, aber ich nehme jetzt okay, jeden Strohhalm hier, den ich habe. So, warte mal, wir haben jetzt die 8 rausgedüttelt. Dann kam die 6. Haben wir denn hier irgendwas im Schrank? Weil im Schrank haben wir ja noch was gefunden, hier unsere Crowbar. Jetzt ist aber die Frage, was bringt uns das? Ein leergeräumter Schrank. So, hier hinter war die Dame. Die ist hier so hochgekrochen. An die Tür kannst du nicht ran hier, ne? Hinter der Lampe? Ja doch, da sagst du nur... Die bekomme ich nicht auf. Naja, mit... Eine Wohnungstür. Nope. Okay, warte mal, lass uns doch mal kurz überlegen. Also, wir haben den Schraubenzieher, der ging kaputt, dann haben wir den repariert mit dem Tapeband. So, dann haben wir hier diese wunderschöne Tür aufgemacht. Da haben wir eine Crowbar rausbekommen. Wir haben keinen Schimmer, was wir mit der Crowbar machen. Weil normalerweise würde ich ja Stevie komplett recht geben, entweder werden die Fenster damit aufgemacht oder wir machen hier das Loch größer von dem Durchbruch, den wir hier haben. So, beides ist not possible. Weil
Das Mauerwerk sieht stabil aus. Das macht man nicht einfach so kaputt. Ein Loch, was in die Wand gerissen wurde. Ich kann nichts mit dem Ding hier irgendwie durchbrechen. I don't know. So, die Fensterrahmen, wunderschön. Ich kann aber zum witzigerweise nicht jeden Rahmen angucken, sondern nur diesen Fensterrahmen. Fensterrahmen sage ich schon, Bilderrahmen. Wo er mir dann sagt, keine Bilder zu finden. Super. Und irgendwo da hinten gab es, glaube ich, noch eins, was ich mir angucken kann, wo er den gleichen Satz sagt. So, hier haben wir das Ding aufgemacht mit dem Schraubenzieher. Cool. Sagt er uns den Hinweis? Beginnt mit einer 8. Hier haut er irgendwelche Flachwitze für Elektriker raus. Die Türen kriegt er generell nicht auf. I don't know why. Ja. So, hier haben wir eine Tür mit einem Zahlenschloss. Weiß gar nicht, haben wir schon mal probiert? Ich glaube schon. Aber wir probieren es trotzdem nochmal. Ja, funktioniert natürlich nicht. Und auch hier funktioniert natürlich nicht. So, wir könnten jetzt ausprobieren. 8, 6, 6, 2, 2 1. 1. Ah, richtig. Soll ich dir sagen, wie ich da drauf gekommen bin? Ja, das glaube ich doch jetzt nicht, Alter. Ist das dein Ernst? Also ich bin darauf gekommen, weil er sagte ja die 8. Hier haben wir die 6. Ja, ja, und dann die einzelnen Ziffern sind 2 und 1, ja. 2, 1. Aber ey, dass das jetzt nur der Code ist, ey, sorry. Also. Okay. Das ist aber ein richtiger Lucky Shot, Alter. Ja, was willst du halt machen? Aber ging ja nicht. Alle Türen, viele alle Kästen. Türen. Das ist, manchmal kommt man einfach nur ein Glück weiter, cool. Ohne Strom, ja, und? Ich habe keine Ahnung, was diese Kästen machen. Ja, fass doch mal an, mit einem feuchten Finger. Eine Schubkarre, gefüllt mit Sand. Aha. Na, da haben wir jetzt einen Platz. Das Spiel aber auch ein... Was? Hey, ich... Bewegung, hallo, lass... Hey, oh. Oh. Okay, cool, jetzt kommt die... Lass mich in Ruhe. Lass mich. Hallo, Milady. Möchten Sie einen Kuss? Nein, okay. Das war's? Ah, schön. Thanks to Derabo 1, 3D-Artist und Corny Voice Actor for Support. Playtime 2088,052 Sekunden wahrscheinlich. Thank you for playing. Ja. Ja, nice. Schön, dann machen wir die Abbomb, wenn ich. Spiel war. So ein bisschen. Nimmt einen gar nicht an die Hand. Fing lustig an mit der Voice-Over, beziehungsweise mit der Synchro. Auch die Flachwitze waren okay. Irgendwann ebbte es leider ab und da muss ich echt sagen, war so. Wir danken trotzdem, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst gerne ein Like da und ein Abo, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Und schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das Game fandet. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Let's Play. Bis dahin sage ich erstmal reingehauen.